Vor den Kloster und Toren Bescheid soll ich dir sagen. Warte, schick dir mal die Stöcke wieder rüber, falls du noch ein Dings findest. Irgendwo, Kann weil, eh nichts bauen, du Freak. wieso nicht? Musst du machen. Ja, ich habe ja keine Werkbank. Ich auch nicht. Ja, ich kann es aber craften, das ist vollkommen recht. Du brauchst aber auch keine Werkbank, weil für einen Hebel zu bauen. Brauchen Pflasterstein. Ja, richtig. Stell dich mal auf die Druckplatte wieder, dass die Truhe wieder zu dir fährt, dass du die Stöcke rausheben kannst. Jetzt fährt es zu dir, oder? Ja. Ja, okay. Gut, ich guck mal da unten. Irgendwo ist bei dir irgendwie ein Kloster und Tor oder so irgendwas. Nee, vielleicht würde ich das öffnen, Ja, das wenn habe ich ich mir einen auch schon Hebel hätte. gedacht, weil hier steht ja irgendwie Laufe jetzt kurz einen Gang entlang, ob ich hier irgendwo einen Pflasterstein finde. Kloster und Toren Bescheid. Aber Oh, wie oh, gesagt, hier gibt es ja nichts. Und Scheiße. nee, kannst du voll vergessen. Hier habe ich noch eine Lore. Ich weiß nicht, ich schick die jetzt einfach mal zu dir oder darüber. Ich weiß ja nicht genau, ob die zu dir kommt oder was. Da oben ist auch irgendwie noch Schienenverkehr. Ja, nee, da ist kein Lore dran. Da kommt nicht. Mumia, also. Das ist jetzt hier aber ziemlich komisch, Leute. Hab ich mir vielleicht die Truhe jetzt, die Lore irgendwo hinten? Nee, das kann ja auch nicht sein. Was, wenn ich den Hebel jetzt abbaue wieder? Das bringt ja auch nichts. Nee, das, dann komme ich nicht mehr runter. Kannst du Da einen geht die Hebel Tür. abbauen oder so? Ja, da geht die Tür aber zu. Da Das komme ich ist nicht mehr gut. runter. Aber ich Ah. kann dir ja trotzdem mal den Hebel mal geben. Dann kannst du ja mal gucken, ob du vielleicht vorläufig weiterkommst jetzt. Weil ich jetzt diese eine Lore weggeschickt habe, müsste man nur noch die Lore. Ja, genau, die Lore wieder schicken. Wo sind die gerade hingefahren? Voll an den Arsch der Welt. Ah, komm schon, Truhe, Lore. Ah. Nein! Oh, die ist immer wieder unterwegs. Nein! Komm doch, bleib doch da! Ah, oh! Nein! Boah, Glück gehabt, ich hab den Hebel gerade dorthin geschickt. So, jetzt habe ich dir den Hebel mal. Nein, du musst, glaube ich, nochmal auf die Druckplatte, dass das Ding zu dir fährt. Ja. Ah ja, das ist ein Hebel. Ah, da öffnet sich eine Tür, das ist cool. Langer Gang hier. Ah, ich stehe dann hier vor dem Rätsel. Ja. Alter, G3 drückt. G3 drückt halten. 15 D Lichter. 3. Ah, Schalter. 0 oder was? 3,6 gedrückt. Das ist aber scheiße, jetzt bei dir ja zu. Ja, richtig. Das ist, Ich weiß auch nicht, wo der zweite Pflasterstein seltsam. sein soll. Also ich finde hier keinen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal alles hier durchsucht und bei mir steht ja auch nur Holz und Steine. Holz und ich darf Holz und Dings abbauen. Holz und Büsche. Und bei dir stand ja, du darfst Pflastersteine abbauen. Richtig. Aber nur einer da. Das ist äußerst seltsam. Ich komme aber auch den anderen Weg ja nicht mehr zurück, also. Nee. Die ist ja verschlossen jetzt. Wie, du kommst nicht mehr zurück? Zu bei mir jetzt. Ach so, nee, da komme ich noch zurück, aber komm nicht mehr an Anfang oder so, das geht ja jetzt Nee, nicht mehr. bei mir auch nicht mehr. Richtig.
Sehr seltsam. Vielleicht müssten wir dann hier speichern und wahrscheinlich einen Sandstein, einen Pflasterstein oder so hier reinmogeln. Weil irgendwas scheint da ja nicht so Warte zu mal, ich laufen. baue mir hier einfach den anderen Hebel hier ab, der zu Dings führt, der zu dem Easter Egg geführt hat, weil ich sehe da momentan auch keine andere Möglichkeit. Wenn da kein Pflasterstein eben ist, dann geht's nicht anders. So. Dann komme ich nämlich auch runter. Habe ich mir jetzt einfach den Hebel abgebaut. So, jetzt bin ich da unten. Sag deinem Kumpel an den Redstone-Toren Bescheid. An den Glowstone-Toren Bescheid. Ja, ich halte jetzt Alter 3. Tut das irgendwas bei dir? Warte mal. Ich sehe nichts momentan. Aber ich muss mal noch da hoch. Ne, da oben ist auch nichts. Delta G3 Das heißt einfach Schalter rückgedrückt gedrückt wahrscheinlich, oder? halten. Ah ja, ach Scheiße da, ey, mit eurer Schreibweise. Schalter gedrückt halten. 15 Dichter an. Oder? Schalter gedrückt halten ist Dichter. Schalter gedrückt halten ist leichter. Ach so! Ey Leute, ihr nervt übelst mit diesen Dreiern und so. Ich glaube, das haben die extra gemacht, um Hieroglyphen zu simulieren, wenn ich mir das so Ja, überlege. wahrscheinlich. Schalter gedrückt halten ist leichter. Ah, Schalter gedrückt halten ist leichter. Okay. Das erste, was ich gelesen habe, Schalter G3 drückt halten. Ja, ist auch gut. 15 Lichter. Haha. Siehst du da? Jetzt welchen Schalter gedrückt halten? Das ist leichter. Sage deinem Partner vor den Klosterntoren Bescheid. Also heißt das wahrscheinlich, Du hast mir jetzt Bescheid gesagt? dass ich Bescheid sagen soll, wenn irgendwas sich tut oder was? Ja, vielleicht. Pfeif einfach. Hast du den Schalter gedrückt oder was? Was passiert? Aber alle gedrückt. Passiert momentan gar nichts hier, also nichts, ich sehe gar nichts. Sag deinem Partner Bescheid. Ist bei dir irgendwo eine Lore eigentlich? Die habe ich ja eben da hinten irgendwo langs gepfeffert, Nee, aus nee, nee, Versehen. nee, bei mir ist nichts. Bei dir irgendwas mit Orange vielleicht wieder? Hier sind verdammt viele Schneegolems in Käfigen eingesporen. Aber orange. Ich habe so ein goldenes Kreuz von der Decke hängen. Ja, ich glaube, das hier ist die Endstation jetzt, aber jetzt wirklich. Schalter, drücke jetzt jeden Schalter einmal. Tut ich was? Nein. Tut ich was? Nein. Tut ich was? Nein. Tut ich was? Nein. Pass mal auf, tut sich was, wenn ich hier drauf drücke? Nö. Was ist jetzt? Hallo? Ach, Ruder Reset wahrscheinlich. Naja, dann müssen wir wohl auch so langsam mal, ja, Verbindung mal aufhören, weil ich noch Videos rendern möchte heute. Das müssen wir dann das nächste Mal uns wohl geben hier. Ich weiß nicht genau, was das hier ist.
Da war ja eine Lore, aber die ist einfach weg. Also, die hat sich noch da verschoben, da habe ich sie natürlich noch weitergeschoben. Ich hoffe ja nicht, dass wir das jetzt brauchen dafür. Habe aber keine Plan, keinen Plan, was der Manhunt jetzt machen muss dort. Oder was hier überhaupt passieren soll. Und was mit dieser Lore jetzt passiert ist. Sag deinem Partner vor den Closed-Stone-Toren Bescheid. Gedrückt halten ist einfacher. Verstehe ich auch nicht. Was hat es eigentlich hier mit auf sich? Kann ich mich an die Decke hängen? Wie Spider-Man. I don't know, Leute. Und ja, ich muss mal gucken. Ich bin ja beschäftigt. Ich sehe gar nicht, wenn der Manhunt online kommt. Da ist er doch. Zur Party beitreten. Bitte warten Sie. Komm, mach, was ist denn? Ulubulu, was ist denn jetzt los? Versuchen wir es mal wieder. Party beitreten. Oder habe ich Ruder reset? Das kann natürlich auch sein. Da müsste ich gleich die Verbindung zu Xbox Live auch verlieren. Ja, so viel dazu. Ach komm, mach weg. Spiel speichern. Ja. So. Aber bis jetzt sieht's, ich weiß nicht, was das jetzt ist. Kann ich eine Party starten? Ja, das geht. Was ist denn dann jetzt hier los? Ich jetzt nicht reinkomme, lade ich ihn mal in die Party ein und zum Dings. Irgendwas stimmt nicht gerade. Nee. Machen wir es doch mal so. Scheint wohl momentan nicht zu funktionieren. Ich weiß ja nicht, warum jetzt, was da jetzt los ist. Er ist auch nicht in die Party gekommen, glaube ich. Scheiße, was ist denn das jetzt? Naja, dann wird. Ach, hier, Nachricht, pass mal auf. Scheißdreck geht nicht. Okay, dann würde ich sagen, dann mache ich jetzt mal hier speichern und beenden. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lalala, euer Team 4F. Ich verabschiede mich auch im Namen von Manhunt. Bis bald.